Moin und herzlich willkommen am Minette Mashup, dem Podcast von der Minette UNESCO Biosphäre und zusammen habe ich beim IKCNCI an dem Moin. Hallihallo für eine neue Episode vom Minette Mashup, dem Wanderpodcast aus dem Minette, also September-Episode. Und für den sind Marike vom Musée von der Habeschmatt dabei. Moin Marike. Guten Morgen. Der Pascal vom CNCI. Salut Pascal. Guten Morgen. Das Ding Premiere haut. FRT, was haut ihr euch, dass ihr dabei seid, für mal zu schwätzen? Auch in der Minette Biosphäre. Der Jan, ich wünsche euch viel Spaß an den nächsten Minuten. Mal hier mal so richtig stürfen für einen Hashtag Minette Mashup. Du fand ihr uns auf all den sozialen Medien. Und du fand ihr natürlich auch auf all den Podcast-Plattformen als Podcasten. Das ist der 29., den wir an diesem Monat abholen. Und als Navite, das ist den Joël Milchen, der Präsident von der ASBL, Minias Bun Duel. Moin Joël. Guten Morgen. Komm, wir fangen mal ganz basisch an. Für Leute, die noch nicht wissen, was ein Duel ist oder wo ein Duel ist, wo finden wir Minias Bun? Also, den Hauptarrivo, wo die Leute hinkommen, ist der Front de Grasse. Der ist schon bekannt. Du führst dich sonnigsten Zug fort und da fährt in Richtung Rodosch. Du musst die Leute dann umklammern an den elektrischen Zug, für dann durch Minze zu fahren, zwischen Rodosch und La Sauvage. Und da kommen sie zu La Sauvage raus. Ja, heute auch Strecken, die von La Sauvage aus fortgehen. Genau, ein Kehr Richtung Kirch von La Sauvage, das ist dann ein guter Kilometer. Und dann ein Kehr von der Galerie Sontre von La Sauvage aus Richtung Frankreich auf die Zone. Das ist dann so bald 2 Kilometer. Das ist dann, ja, am Frankreich. Die Dele laufen hier durch genauso wie den von Font de Grasse bis auf Rodange, das am Anfang just zwischen Rodange und La Sauvage, wo Minias Bun auch wirklich ein Minias Bun ist. Genau, also auf 1,4 Kilometer, für genau zu sehen, zwischen Rodange und La Sauvage geht es innerirdisch durch einen alten Birschweg und der Rest ist eben alles über da. Am Prinzip sind die dann noch alle Sonntag und alle Feiertage ab, wo der dann heute den Fahrbetrieb abholt und dann noch während der ganzen Saison sieht er dann in RW, just die geht dieses Weekend oben an oder wie gesagt, hat er aus? Wir fahren zwischen dem 1. Mai am letzten Weekend September alle Sonntag und alle Feiertage, das ist immer noch mittags. Dazu könnt dann eben noch Sonderfachen die kann buchen während der Periode. Das ist dann ja, meistens dann innerhalb der Woche. Je nach Disponibilität von unseren Leuten, wenn wir sind alle gute Benevol, kann man etwas anbieten. Also eben etwas auf Moos, wie die Leute gerne hätten, zu der Arbeitszeit, wie auch immer. Diese Sonntag ist die letzte Gelegenheit. Oder diese Sammischen Sonntag fängt es dem Steampunk-Festival vor, mir besammischt es Sonntag. Die letzte Gelegenheit für das Saison, für können wir zu fahren. Wenn nicht, dann am 1. Mai nächstes Jahr, da geht dann auch mein Kalas. Und das ist all Jahr so. 1. Mai als Auftakt von der Saisonfeier. Genau, das ist am ganzen Front de Grasse, das ist nicht nur mehr, sondern auch im 1300. Das ist der nächste Betriebstag von der Bund. Das ist auch ein Datum, irgendwie. Ja, die haben feiern und die anderen, die auch keine Lust zu feiern, die schaffen da leben. Wie viele Bünder wollen Sie dann an der Assoziation? Zu wie viele Leute sind da? Mal insgesamt 25 plus minus. Der Jüngste, den hört 13 Jahre, den Ältesten 67 Jahre, wenn ich mich täusche. Und da täuschen das eben die ganze Bandbreite von Alter. Wird dann durch jede Riesing eh schon Lokomotiv? Nee. Wie viel der Hut? Ich habe da noch viel mehr, wie wir anderen haben. Und für da keinen Streit zu provozieren. Sind mehr Lokomotive wie Mambren? Das hatte ich zwar noch nicht gedacht. Ja, 51 Lokomotiven insgesamt. Wow. Also nicht alle gute vorbereitet, aus Gründen. Das fügt, dass wir wenig wohlsehen. Wir fahren ein halbes Jahr mit Leuten rundherum und das nächste halbes Jahr gut dafür benutzt, um alles vorbereitet zu halten. Und du kannst ihn nicht mehr machen, wie es logisch ist. Das heißt, mehr machen mit reinbeinen voller Kraft als schwierig bis gut nicht möglich. Einfach nicht mehr Zeit können. Und ich denke noch aus finanziellen Gründen, also so Lokomotiven zu restaurieren, das ist wahrscheinlich auch nicht zum Nulltarif zu machen, sogar wenn Benevols Stunden, die daran investiert, gehen, dann nicht bezahlt gehen. Genau, sowohl wie auch, das heißt, ja, ein Lokomotiv komplett frisch abbauen, du, wenn ich vieles selber kann machen, was wir Gott sei Dank können, also aber einen finanziellen Aufwand medisch, den ja, Eiskäse, wo man Ticket verkaufen, schon quasi gegen Sprengen, das nicht zu machen. Ein Dampflokomotiv, das natürlich das teuerste, was ich kann holen, für abzubereden. Das hat sie beträgt, du müsstest mal gefühlt 100 Jahre fahren, auch keinen Cent aus der Käse rausgeben, für du können ja, ein komplett Revision von seiner Maschine zu machen. Das heißt, allein ohne CD Monument oder INPA, wie es heißt, wie es ist, das ganze Teil nicht machbar. Einfach nur aus den finanziellen Gründen.
Das heißt, da geht alles andere in Hand. Huda sonst noch Unterstützer, den Minatpark zum Beispiel oder die zwei Gemengen, die zum Minatpark gehören? Genau, der Minatpark, das ist so eine Dachorganisation, die guckt eben, dass Zitten absehen, dass Museen absehen, dass Giden durchsehen. Sonderfahrten können die Leute auch bei ihnen aufrufen, sie organisieren das dann, mit Rückspruch, mit uns. Sie agieren sonst mal am Hintergrund, sie machen Publicität, die Vereine machen die Arbeit. Gemengen natürlich, die von den Peting, die zwei Gemengen, wo wir eben tätig sind, die haben auch einen finanziellen Apport, den sie geben, ohne denen doch schwer möglich ist. Zum Beispiel Gemengen, die von den finanziellen, die ich von das vom Siegel, die eben all die Kleinigkeiten, nenne ich mal, machen, meinen, gucken, dass alles proper ist, Sachen durchstreichen, Sachen renovieren. Ja, Kleinigkeiten können die so, aber für uns ist das schon ein Riesenhölle, weil alles, was sie machen, das müssen wir dann nicht mehr machen. Gemeinde Peiting natürlich selbst, die finanzieren auch mit, ja, ohne das außerdem nicht zu machen. Und natürlich auch, wie gesagt, den INPA, den eben der größte Teil vom Finanzement, die wir hält, Gott sei Dank. Mit der Tisch, er Momberen, die hat schon den Know-how für die Reparaturen von den Lokomotiven zum Beispiel. Ja, das kann ich so sagen, boah, das lernt sich mit der Zeit. All die Technik, die hier steht, oder der größte Teil davon, das Technik, ja, die ist 100 Jahre alt, sonst mal. An der Schule, an den technischen Fächern, lehre den aktuellen Sachen. Boah, gut, Elektro bleibt Elektro, mehr kann ich auch, mehr, das ist aber relativ spezifisch für den so Näherens. Du musst ihn dann nur lesen, genau, Bücher oder eben, ja, Learning by Doing, so findest du das dann eben. Mit dem Steampunk-Festival, das steht hier noch kurz hier unter dir, man denkt, der letzte Highlight dann für diese Saison. Wir insgesamt zurückblicken auf das Jahr, wie gibt der Saison gesehen, 2024, seid ihr zufrieden mit den Zuschauern, Visitors zu holen oder insgesamt den Auflauf? Also bis los sind wir wohl zufrieden. Bad Vierda hat wahrscheinlich die Leute ein bisschen aufgeschreckt, denke ich mal, dass wahrscheinlich nicht viel mehr wie die Saison für drunter mehr effektiv durch das schlechte Wetter heute schon mal gemerkt, sondern schon, dass es nicht so viel Zulauf war. Aber insgesamt können wir es gut nicht beklagen. Da wird man so abhandeln wie all die letzten Jahre, außerhalb Corona natürlich, so zwischen, ja, groß geguckt, zwischen 8 und 10.000 Visiteuren, die man zu all Jahren fahren. Die Corona-Jahre in der Schule, mal das waren 20 und 21, die werden dann aber auch für die Vereine so relativ schwierig gewesen sein. Manche Leute, die kommen, sind manche Anträgen eben auch durch Ticken, die verkauft kaufen. Das ist ganz richtig. Boah, während der Corona-Zeit war alles Sonderfahrt mal direkt annulliert. Wenn ihr wisst, dass man so am Schnitt zwischen 50 und 70 Sonderfahrten haben, wenn die B-Moll fehlen an der Kiste, das ist schon ein großes Loch. Mhm. Natürlich, Sonderschau war nämlich, eine lange Zeit sind wir gut nicht geführt, und dann sind wir ganz begrenzt geführt mit, ja, schüsse ein paar Leute pro Wagen, für eben, ja, die Regeln zu entsprechen. Boah, Gott sei Dank, dass es drüber hat, gemengt haben, dass du einen Hand mal durchgepackt. Nee, da können wir gucken, noch ein bisschen wie weit zurück an die Vergangenheit. An die Jahr 1990, die muss wieder gegründet gehen. Wie ist die Initiative entstanden? Das ist am Anfang einfach, denn 1900 besteht seit Anfang 70 von schon enttäuschen. Und da waren eben ein paar Membre beim 1900, die sich gedacht haben, am Duell da die Minia-Betrieb holen, das war interessant. Und so hast du das dann bekommen. 1990 schon ein paar Leute davon, die eben die Idee hatten, denn dem war der Responsable vom Ziel-Monument, wie dem es nachgeht, der war auch direkt Feuer auf Flamme, für das umzugehen. Und so hast du das bekommen. Und das hat sich eben entwickelt. Am Laufe der Zeit, das ist bei Null gegangen, das heißt, am Duell, den Atle, den Stung noch, also Mauern, Stungen noch, mehr so war nicht mehr. Auch hier an der Min, Stung nicht mehr, die war aus sich Biersemreng, Iver Gigin, das heißt, Minören, muss ich leider so sagen, Minören, die sind nur zumachen, eine Zeit lang hineinkommen, mehr für all die Installationen aufzubauen und zu verschrotten. So war er am Anfang nicht mehr. Kein Meter Gleis mehr, kein Lokomotiv. Und ja, am Laufe der Zeit ist eben dann entstanden, wie du gesagt hast. Oh, das ist so gut gelesen, sind rekonstruiert am Anfang. Ja, ja, die sind, ja, die waren alle gut fort. Wow. Auch Doberleitung, Kabeln, ja, Lokomotiven am Anfang, ja, alles. Ich will mal, das hat auch eine Zeit schon gedauert, bis dass das dann alles installiert war, dass genau, du Strom haben hast, dass du Chinnen rumleihen hast. Genau. Also 1990 ist es gegangen, du hast mal dann geschafft, mal die Grundlagen zu schaffen, natürlich, dass ein Notli mal rumhängen praktikabel ist, dass du mal kann ein Lokomotiv revisionieren, weil ohne Lokomotiv, ohne Wagen fehlt nicht, dann die Sachen abtreiben, Lokomotiven abtreiben.
ja, die Schiene lehren. 1994, das heißt 4 Jahre danach, war eben Gleis fertig zwischen Rodange und La Sauvage durch Min. Das heißt, du hast den ersten Zug dann rum durch Min gefahren. Aber unabhängig von dem ganzen Material, was eventuell gefehlt wird, dann noch beschafft wird, müsste gehen, bis du zu 51 Lokomotive kommst. Wie war das mit der Stabilität von der Gruppe selber? Ich meine, du noch müssen da vielleicht nach Erbstellen gemäht gehen, für das Ganze zu stabilisieren, oder wie du es gesehen? Ja, 1990 waren zwei Plätze, die teilweise angefallen waren, die müssen aufgestellt gehen. Insgesamt, außer die zwei Plätze, waren sie relativ noch im guten Zustand. Aber natürlich muss in all Jahren aufsteigen und gucken, was muss gemacht werden, ja, präventiv zu schaffen, anstatt der Mise entgegenzulaufen. Das ist immer. Aber insgesamt war es in einem guten Zustand. Also, doch noch. Der sieht an einer Galerie, wie so ist der 4,4 Kilometer. Das war wahrscheinlich nicht die einzige von der Mine. Geht die anderen auch noch, auch wenn sie noch nicht zugänglich sind? Die gehen doch noch, das heißt, wo wir durchführen, das wäre eben die Hauptstrecke, wie die uns gehischt hat. Da ist eben alle Eisen jetzt rausgefahren gehen. Das ist am Anfang so die Hauptschlagorder von der Mine. An all die anderen Plätzen, alles, was Rieser links fortgeht, da können dann auf die Alschontien von Deisenherz aufgebaut gehen. Das ist noch alles da. Schüsse eben, muss ich wissen, seit 1870, als die nicht mehr geschafft gehen, auch nicht mehr aufgestellt gehen. Das heißt, das degradiert sich los. Und das sind ganz viele Kilometer in Galerie, das also sich gut zu machen, für die aufrecht zu halten. Das tut sich rechtlich wenig sein. Das ist visituell, wenn ich rankomme, dass dann durch die 1,4 Kilometer Tab-Förderstrecke von Freya, ohne dass es nur auf die einzelne Schandestand dann rauffährt. Genau. Ein kleiner Ausnahme, dass es sich an der Mine für die Visite gemacht hat. Du könnt Leute ein bisschen rundherum laufen. Du siehst ein kleines Teilchen davon, was eben zugänglich ist. Aber mehr geht wahrscheinlich kaum. Location vom Moment. Du bist mit uns mit dem Zürcher gefahren, ob die Platz, wo wir heute abholen. Wir sitzen hier in einer Zucht aménagierten Büro. Ich muss sagen, das ist ganz agréabel, wenn ich das, Marike, mit dem Büro vergleichen, den der Vierbüster an der Mine Wallert hat, wo wir ja umgangs vom Sommer waren. Das war einfach just so ein Klang, alle kommen, ein kleiner Seitengang, ja. Den dabei so gestracht war, wo der Vierbüster draus sitzt, zu Römmeling am Musée des Mines. Das habe ich wahrscheinlich selber aménagiert. Das ist so ein kleiner Raum. Ich ging so in so 3-4 Meter breit, 8 Meter, 9 Meter lang. Mit Fenstern zu, mit Heizung dran. Ganz agréabel. Das steigert die Temperatur ein bisschen von den normalerweise 11 Grad, die es so an den Minen ist. 2 Dächer dran. Ich werde dann so jedes Mal zurückziehen, wenn da um Material am Wand schafft oder überhaupt habe. An der Minensachen zu kosten, oder? Genau, die Raum, was eben gebaut gibt, einerseits aus, dass man können eine Pause machen und dann bei der Heizung sitzen. Respektive, wenn Sonderfahrt gebucht gehen, da besteht auch die Möglichkeit, dass die Leute können hier bauen, ein Glas Champus trinken oder etwas anderes. Das ist am Anfang auch dadurch gebaut gehen, dass die Leute können sich ein paar Minuten sitzen, etwas trinken und dann unter der Heizung sitzen. Wenn du an das Teilspannungsschild guckst, du siehst auch noch einen Raum, an der das meine stehen, wo an der Visitgidee dann ein bisschen gewiesen wird, wie hier geschafft wird. Genau, also das Platz, wo wir hier sind, ganz früher, also sagen wir mal am Jahr 1907, war ein Pferdstall. Das heißt, da sind ein Pferd hier untergestellt, um zu schlafen. Dann war ein Pulverkummer und zum Schluss war es eben einfach nicht mehr so ein Aufstellraum. Du Basile, das hast du nicht erwartet. Ich hätte nicht erwartet, dass die Pferdkarim auch nicht, sondern mit geschlafen. Ja. Doch, das war so, in der Woche sind sie hier geblieben und am Weekend, normalerweise Sonne sind sie raus, ob die Wies kommen, für sagen wir mal, ja, besser frische Luft können zu genießen. Die hatten ein privilegiertes Leben vis-à-vis von Frankreich. In Frankreich, als man Förderschau draufgegangen, da war es an der Regel so, ein Jahr drinnen, die nächste Kehr rup, das war dann, wie sie eben aufgelebt hat. Herzbüfter quasi. Vielleicht noch. Genau. Dafür das Platz hat nie so ausgesehen, wie sie ausgesagt. Das ist eben dadurch geschuldet, nur um zu machen von der Mine, dass das alles verlust ging. Viel mehr drumherum von tun, war am Anfang nicht mehr heute. Ich stimme pur dick Mauern da und das war es. Und du hast vorgestellt, was kann ich da machen? Du hast eben entschieden, einfach nur zu bauen, wie eben an der Mine so eine Substation ausgesehen hat. Natürlich den Kompressor für Pressluft zu machen, für die Geräte zu betreiben. Eine Substation, wo die Energie hier kommt, für die Leute zu weisen. Und eben noch, wie es dann eben war, an der neuzeitlichen Mine, ein Pauseraum, wo die Männer eben hier konnten Pause machen.
Und also bei der Visite-Idee kriegt ihr das dann noch alles ein gewiesen und du gibt verschiedene Apparate wirklich dann noch benutzt, auf hier gefördert. Genau, also bei den Sonderfahrten, du hast eben Visite gut Stück Milan, und sie hast eben noch gedeiert, wie du eben besonders. Und du gibt eben einfach alles gewiesen, was da steht, an andere wieder die Lokomotiven, Diesel-Lokomotiven, elektrischer, und eben noch den Aufbau vom Eisennetz selber. Du gibt dann angefangen am Jahr 1900, alles manuell, das steht eben da. Dass die Leute können Bild machen, wie das eben aufgebaut ging, wie am Jahr 1900 ein Lochgebäude ging, und dann weiter also zwischen zwei Weltkriegen, also alles mit Pressluft. Und alles, das Pressluftgeschirr, was da steht, das ist eben auch funktionell. Das ist eben den anderen Grund, den wir so die Leute suchen, ja, das hat keine Medien gemacht, keine Mann, mehr einen Eindruck, wie die besser war, nicht gehört. Und dafür feiern wir das auch für. Haben wir ja nur eine Gelegenheit, für etwas zu hören. Aber nicht, dann machen wir das gerne, okay, ja, da kommen wir eigentlich auf die Visite. Vielleicht mal oder immer mal, nee, du werden die Demonstrationen nicht machen, oder? Nein, das ist zu eng am Vorplan. Ganz gut. Da haben wir viel Zisch, 100 Nähen, und die Zeit haben wir leider nicht. Auch sonst, dass das kleine Handicap die Zeit eben nicht, weil eben, ja, alles Zisch muss noch Korrespondenz machen am 1900. Von Leute wollen Trick or Painting und dann muss ich eben gucken, dass ich zu Zeit um du hast. Ja, das sind ganz Koordination schon. Genau. Mal, ich wollte aber noch ein bisschen denken, ich Geschichte selber von der Gruppe Hai-Agoren, die sich, wie wir schon gesagt haben, zwischen dem von der Gras, Rodage und Zowasch erstreckt. Betrieben gibt sie initial von der MMR, später MMRA, was die Dorfkitzung als von Metallurgik im Minier der Rodage Attus. Zugemäht gibt es in den Jahren 77, 78. Aber was kannst du also über den Anfang von der Gruppe erzählen? Wer ist das Ganze am Stern? Wie kommt die Idee ab? Ein bisschen Geschichte, vielleicht kurz am Reisen. Aus euch, den Teil, wo wir heute sitzen, das ist 1907 abgegangen. Das war mein Fuller Sauvage. Dafür auch die Engelhundre, die ist so mit einer Wut, also schön gemauert. Da ist auch Bärbel dran. Das ist den ersten Teil 1907 und da haben sich eben Führer geschafft bis hierhin und noch ein bisschen weiter. Und da muss ich mich vorstellen, seit vor Rodosch hin, da waren immer ein einer Min und die zwei, die waren nicht mehr verbunden. Die Verbindung ist recht 1930 gekommen ungefähr. Dann haben sie eben die zwei Minen mehr nicht verbunden, für wir können, für die Loas mit dem Zug auch können, Eisenerz oder Sauvage auf Rodosch zu bringen. Das heißt auch aus anderen Plätzen, wo zu La Sauvage aufgebaut ging, also genau, ja. Dann ja. Eisenerz durch Minen transportiert. Genau, das heißt nicht nur im Neck von Hai aus Richtung Rodosch gegangen, aber auch zu La Sauvage, wenn man beim Kirfisch Richtung Heising geht. Da war ein Tagebau zum Beispiel, da hast auch Eisenerz aufgebaut gehen, da hast noch mal im Zug bis auf Rodosch gefahren gehen. Und den Eisenerz ist dann wiederum Richtung Balwoll? Nee, Rodosch. Nee, Rodosch. Das war ein Seelebund, das ist durch Rodosch gegangen von Duell aus. Das war ein Lindrad von 1,8 Kilometer, wenn ich mich nicht täusche. Und wo das größte Parkhaus steht zu Rodosch von der Eisenbahn, da Richtung Lycée, die große Fläche, da stungen sich die Schmelz, also die Schmelz, die nur noch da steht, von Aslamital, das ist am Anfang so kleine Rest von Demolz. Und da ist es eben genau, wo das Parkhaus steht, mit der Seelebund gekommen. Okay, das war schon ganz konzentriert, spezifisch. Und dieser Zone. Genau, ja. Natürlich, ja, 1900 oder 1910 und auch mich spät, also auch Eisenerz Fuller Sauvage Richtung Lunkisch gefahren gehen. Natürlich, das ist die Strecke, die wir vorher Fuller Sauvage auf Zonen, das war die Strecke, die benutzt gehen, also Eisenerz Richtung Lunkisch auf Schmelz zu kriegen. Und zur ganzen Zeit so haben wir also ungefähr gewusst, wie viele Berge habe ich da selber noch an der Gruppe geschafft haben? Das ist eine Frage, die ist schwer zu beantworten. Du musst den gucken, wie eine Statistik nach Dose bei den Termen. Das Problem ist, nämlich stehen, einke am Büro, am Döll, das waren die 60er Jahre, da hat ein Kerl gebrannt und da sind ein relativ großes Unzahl von Plänen an Dossien verbrannt. Die sind dann auch da, aber das ist ganz mühsam für das rumzufahren. Da kann ich just so zum Schluss, also 78, schon ungefähr 250 Leute hier geschafft. Das ist nicht nur Minoren allgemein, aber insgesamt das ganze Personal, was ihr braucht. Das also auch die Administration und alles. Ja, und vor allem den Antritt, ja. Das war ja alles mechanisiert. Das heißt, ihr braucht nicht nur Minoren, sondern auch dann den Schlösser, den Elektriker, der guckt, dass es läuft. Das heißt, die Produktion geht nicht laut, aber es ist Minoren, die um Terra arbeiten, geht auf. Ja, das waren das sicherlich mehr, die nach mir freier. Genau, ja. Aber wenn wir gerade beim Thema Produktion sind, hast du ungefähr gewusst, wie viele Tonnen Minerz aufgebaut werden? An der ganzen Periode, das ist ganz schwer herauszufinden. Allgemein muss ich dann Statistik auf Statistik wälzen. Das ist ein Riesenarbeit. Ja, wer herauszufinden, das ist schwierig.
Boah, da so eine Schätzung gemacht in einem Dokumentär. Marike, du wolltest da ein bisschen Klang-Erlebnis. Den wird gerade angefangen. Wir kommen direkt auf die Schätzung zurück. Joel, kannst du uns vielleicht aber erklären, was wir hier am Hintergrund hören? Das klingt irgendwie nur eine schwere Maschine, die du gelernt hast. Das ist ein effektiver Kompressor von der Lokomotive. Die Lokomotive oder ein Zug, der bremst mit Pressluft. Und der Kompressor ist eben nur für dich, um immer sicherzustellen, dass genug Luft du hast, dass die Bremse noch funktioniert. Aber wenn der Tank dann Richtung Idle geht, dann hört er nicht dort und da läuft der Kompressor. Das heißt, den hängt die ganze Zeit um Strom, den zieht sich dann um Strom, der Kompressor läuft für... Ja, da ist ein Druckwisch da dran, wenn der feststellt, nämlich genug Druck, da geht den un und da war genug da, hast du schaut raus. Wir schwätzen einfach weiter durch den Kompressor und wir gehen davon aus, dass da gut ist, wir haben Frischluft. Mhm. Die genauen Tonnage und Umminat, den hier aus dem Bier geholt wird, ist also nicht mehr nur zu vollziehen. Kein, der nur vollziehen, das ist just, wenn ein Freiwilliger da ist, den sich den will unholen, kann sich gerne melden. Das ist just ein Riesenarbeit, aber bin ich wohl ganz gerne willkommen. Mhm. Auch für praktisch zu schaffen, mehr dafür zurückzukommen, dass eine Schätzung gemacht gehen. An dem ganzen Eisenerz hier kommen natürlich da an Lützeburg und auch an der Lorraine, und sie geschaut an den 100 und 150 Jahren von der Exploitation, weil alle guten Galerie ging in der Nähe rein, da kämen ein Jahr rund um die Welt. Den ungefähr so ein graffe Vergleich wert an dem ganzen Eisenerz hier kommen, gegrüben gehen ist. Okay, du hast dann aber schon genug gegrüben. Hätte nicht viel Eis geschafft. Nee. Neben den vielen Tonnen Eisenerz dann hier aufgebaut, gehofft ein schwerer, mühseliger Arbeit. Das ist ja ein ganz wichtiges traditionelles Fest, was alle Jahre gefeiert wird. Das Fest fällt auf den 4. Dezember. Wir sprechen nur vom Fest von der Helliger Bärbel oder Bärbel, den uns für in Amina hier kennt, als Spruchweise ein bisschen ernst. Ich gehe mal davon aus, dass ihr das Fest auch noch immer hier feiert. Wie gesagt, das Haupt ist das hier aus, auf der Galerie? Das geht wie früher, heute auch noch gefeiert, immer um selbsten, also um Datum selber, immer der 4. Dezember. Wir haben das einfach beibehalten. Das läuft einfach vollgemäß auf das Rendezvous bei der Min. Und dann geht der Cortège gemacht und dann ein kleines Mass. Und dann nur im offiziellen Teil können die Leute mal da kommen und hier bannen, geht dann ein Eierwein von der Gemeinde proposiert. Galeriewasser bestimmt. Nee, da das ist dann Riesling oder Wasser oder Jus. Okay, also Galeriewasser geht für andere Evenemente gehalten. Aber wenn wir schon bei der Bärbel sind, da bin ich froh, ob die da vielleicht keine Antwort wissen. Did you know? Kinder, das klingt François, Marie-Therese und das größte Katrin, aber wisst ihr, was die drei mit der Bärbel zu tun haben? Nee, wirklich nicht. Nee. Klingt François, grüßt Katrin. Und Marie-Therese. Das ist dann mit von den drei. Tell us. Naja, das tut etwas mit der Frierer Kirsch von La Sauvage zu dienen. Die war ja der Helliger Bärbel geweiht. Ein von den ganz wenigen Kirchen, die ja an der Großregion, die der Helliger Bärbel geweiht ging, war. Das ist entweder kein Kirsch, mit das entweiht ging. Aber François, Marie-Therese und Katrin sind die drei Klacken von der La Sauvage Kirche, die zu 90 gegossen gaufen und die den Numkruten. Und dafür haben sie irgendwo dann erwerben, mit der Bärbel zu dienen. Wann und nicht indirekt. Das ist das gut verraten, da wissen wir etwas mehr. Das ist schön, das hätte ich nicht erwartet. Und von der Welt können wir ein kurz bei der Kirche bleiben, wisst ihr, was die anderen besonders hegt als von der La Sauvage Kirche? Ich sehe ein großes Fragezeichen überall. Nee. Es geht mal gesagt, dass... Nobel was von irgendeiner ganz großer Kirche zu Paris. Dadurch, darüber wollte ich aber nicht raus. Ich wollte erst auf die Fenster raus. Oder weil ich es jetzt wirklich gesehen habe. Die Fenster von der Kirche, da sind wie an den allermeisten Kirchenfenstern hellische Bilder dran zu sehen. An die Hellisch, dafür gehen wir real Modelle. Und das war die Familie vom Graf Saint-Ignan, den damals hier ob der Zoo ganz aktiv war, dem quasi meine Stadt ganz durch am 19. Jahrhundert gehört wird oder so. Und den auch die Kirche bauen gelöst wird, weil die Zoo Wäscher satt hatten, bis ob Däferding oder Niederkur oder Zonen am Mast zu laufen. Und sie wirklich hier selber als ein Familienmembrin, die ist als Helliger da an den Fenstern von der Kirche gesichert. Boah, ich verloh, ja. Ich will wirklich die Kirche gesehen. Man dann tröppeln wir nur, denke ich, bis dahin. Von hier aus ist das ja bei 10 Minuten zu machen, wenn wir aus der Mine raus sind. Ja, work. Question. Joel, kommen wir mal auf Thema Wabest.
Was schaffst du überhaupt genau an dieser Viertminiers-Bund? Mal am Anfang sind ich Präsident. Das heißt, ja, alles, was immer da zusammenhängt. Wir gucken eben, dass das Ganze funktioniert, dass eben Budget da sind, dass Manpower da ist, für können zu führen. Und dann eben auch die Reservationen. Und natürlich, besonders all die anderen auch, oder wie all die anderen auch, dass eben das Ganze funktioniert. Das heißt, wir führen noch alle guten Zug, wir verkaufen Tickets, wir kontrollieren Tickets, Visiten machen. Das ist eben so eine Mischung von allem. Das etwas, was Flo, das sind relativ polyvalent. Bei den Jungen, die machen keine Visiten, weil das ihnen nicht leid, die machen lieber andere Sachen, aber insgesamt sind relativ vielfältig. Und hauptberuflich, wenn du nicht auf den Schienen fährst, was du überhaupt von den Schienen fortzukriegen? Ja, nee. Effektiv. Ja, der Titan war zwar viel leichter, aber mein Beruf wird natürlich so ergehen, durch Zufall mehr oder weniger effektiv schaffen und Eisen bin als Formateur. Das heißt, ja, die Schiene sind du auch dann an den Bussen sind präsent. Ist das da wirklich ein Zufall? Hast du das nicht ein bisschen am Blut auch? Boah, wahrscheinlich schon doch. Den E-Bub, den war auf der Eisen bin und den anderen hat auf der Schmelz geschafft. Das heißt, ja, du hast vielleicht schon so ein bisschen viel belastet. Und dann als kleiner Bauf, wenn ihn dann an der von der Gras kommt, als Lokomotive gesehen hat, das ist schon impressionant. Das ja, ist dann ja, so ja. Wenn ihn dann ein bisschen mehr älter, dann der Bub kann noch erzählen, ja, guck, da ist das und da ist das. Wenn ihn dann ein Spielwahl gefahren hast, wie Tage, wenn er funktioniert, tun, ja, das prägt doch schon irgendwo. Das heißt, du warst für dich an der Minias-Bund duell aktiv, erst bei Bund gegangen was? Ja, also an anderen Wieder seit ich 12 Jahre sind ich heu. Okay. Voilà. Der Rest darf ich da selber ausrechnen. Das heißt, vor dem Jahr war das heute dann nicht. Und dann habe ich eben ja, dann an der Schule die Liste gemäht und dann einen Beruf gelehrt. Das ging ich so und Berufswahl war doch heu ein bisschen oder umgedreht. Das heute mir doch wahrscheinlich ein bisschen so verschieden für am Longarsch zu bleiben, weiche Gestalt. Aber wenn es der Look ganz viel aufschalten, weil das ja auch wichtig für einfach ein Kehr gar nicht und Schiene zu denken. Was musst du so viel aufzuschalten oder abischt? Da gehen ein paar Sachen. Einerseits Foto machen oder einfach mal raus und Natur spazieren gehen. Das sind so zwei große Sachen oder mal ein bisschen etwas lesen. Ja, da wären wir vielleicht los beim Thema vom Jan und der Natur. Der Mina Dossio Center feier Jahr Biosphärereservat an schon um Sit vom CNCI geliest. Den hast du eigentlich so ein Mini-Interview gehen für rund 2 Jahre. Den nächsten Platz in der Natur von unserem Biosphärereservat wird der Gierle Butter. Was fasziniert dich so um Gierle Butter? Das ist einfach so, wenn ich das oder wenn ich mal das für den Gierle schon auch wie passieren lassen soll, als kleine Bau, wie du ausgesehen hast. Du warst noch nicht so gering, und du hast es schon mehr verringert, aber auch nicht so viel. Und dass das immer so an dem Zustand bleibt, so an dem Pionier gewächst, das fand ich einfach interessant. Und eben auch dann alle Fotos, wie nach dem Tagebau funktioniert hat, wenn ich das kann vergleichen, das ist so ein riesiger Sprung an der Zeit, wenn ich heute drüber ging trippeln und ging das gar nicht wissen, dann ging das ja von mir gar nicht so geleben. Den hat auch mehr oder weniger parallel mit den Aktivitäten nachher in der Mine abgehalten, in den Tagebau im Gierle. Genau, ja. Das war auch die dynamische Firma, also der mehr hat den auch exploitiert. Das heißt, da sind erst aufgebaut gehen, alle drei Mal kamen am Zug Richtung Rodosch gefahren gehen. Das heißt auch durch die Mine. Okay. Und ja, den ist auch zeitgleich eben logischerweise mit der Mine zugegangen. Aber du sollst, als am Zug gefahren gehen, du gehst ja auch, wenn du durch die Gierle Butter trippelst, kannst du irgendwann eigentlich bei die Galerie Centre, wo 1965 drüber steht, das war auch so ein Zugstrecke, die benutzt wird. Genau, das ist all das jetzt vom Gierle Butter aus da gegangen und dann zu Rodosch aus der Mine rauskommen. Das ist so ein mal eine Transportstrecke gewesen, die gebaut ging aus 4 Tagen war. Drehmte Präsident von der Minias-Bund duell, dann eventuell du auch noch einen Zweitlinken dran zu machen, oder ist das aus Naturschutzgründen illusorisch? Aus Naturschutzgründen weiß ich nicht. Ja, illusorisch oder wenn wir da wären, wenn wirklich genug Manpower da wäre, genug finanzielle Mittel, wäre das eine ganz schöne Sache, muss ich just wissen, dass sie 6 Kilometer. Voilà. Ist das so lang? Ja, dafür da drum an drei zu bringen, das ist richtig viel Arbeit und das kann auch richtig viele Ressourcen. Es wäre schön, wenn wir...
mal gucken. Dafür bräuchte er da vielleicht noch 10 Mal mehr binden wollen. Also. Ja, und noch budgetstechnisch, ich weiß nicht, ob die öffentliche Hand so viel kann leisten. Aber Jan, wäre dann naturschutzlich gesehen überhaupt möglich? Ich denke nicht, weil du kannst ja wirklich an einem Naturschutzgebiet raus am Gierle-Botter. Ich weiß nicht, ob sie da noch irgendetwas aminagieren. Kennst du Brice oder dann aber manns de Käfer, die Leute ran und rauszulassen? Ich denke nicht mehr. Also, ob es verfall, es sind etwas gewöhnlich. Ich habe nicht gedacht, dass das 6 Kilometer wäre von du bis an der Fondegras. Oder als die direkt zur Rodage rauskommen. Die aus quasi zur Rodage rauskommen. Weil zur Rodage hast du da jetzt mit der Seelebuhn Richtung Schmelz gegangen und du fährst halt Richtung Rodage gegangen. Also, komplett lernst du Fondegras. Genau. Komplett du lernst, ja, am doppelten Sinn kann ich sagen, weil auch den Trippelweg, den vom Gillebutt auf der Fonde Gras geht, du auf einer Platz gesagt, nach China leuen, das war sich geplant, das war schon halle fertig, die Strecke, ihr zugemacht ging aus Minia R70, das war geplant gehen für sich die ganze Birsch, Orlo, wo wir heute dran sitzen, für das Iverdach aufzubauen. Das war die letzte große Plan von der Mine. Das ist ein Aufraum vom Gierle-Botter Company, der wir auch mal im Zug auf von der Gras gefahren gehen. So einfach, wo die Gras steht auf von der Gras, wo die 350 fährt, das wir alles zugetippt gehen mit Aufraum. Und da sind jetzt wir eben am Tag aber aufgebaut gehen und auf Schmalz gefahren gehen. Wenn das ausgefahren gehen, kämen wir Loh von hier aus so nicht mal einfach Richtung Asch gucken. Da wäre das ein Planflash. Wow. Gott sei Dank, so nicht mal aus Stuhl natürlich Krise gekommen und die Mine hat zugemäht. Sonst wer das vielleicht wirklich geht gehen. Mhm. Und dann ging man heute nicht hier sitzen und dann sie wird Minias Bühne erhalten. Wie ist man am Rekrutement von ihrer Bühne wollen? Also du suchst der Sitzung auf 25. Muss ich, wenn ihr seht, am Anfang ging mich aber interessieren, ein bisschen bei sie lernen zu gehen, ein bisschen zu gucken, ob ich ihnen Hilfe kann. Muss ich irgendwelche Vorauskenntnisse haben? Kenntnisse nicht. Wir sind eben noch breit gefächert, das heißt, ja, wir haben so Bisschen von allem, einen Historiker, einen Urbanist, Handwerker, Sekretärin, Kontabel. Das heißt, beruflich, da sind wir weit aus dem Teil weiß. Ja, weil die brauchen einfach ein bisschen Motivation und Interesse. Es kann in sich also bei ihr schmelzen, aber wir verlinken den Kontakt auch an Eisenshow Notes. Und los, die nächste Permaint ist, dass da den Zugbetrieb abhält. Was geschieht da? Wie sieht er jetzt um mehr oder Männer wie am Sommer? Wie eine Aufgabe stehen du? Bei Männer vielleicht ein bisschen mehr, aber nicht ganz viel. Du hast am meisten Sommerstes, wo wir hier sind, für eben, ja, den Sommerste profitieren, für können zu schaffen, nach Führung zu kommen. Da muss man eben einfach mal gucken, dass alles an der Reihe bleibt. Das heißt, die Lokomotiven, die Waggon, die Revisionen machen, dass die an der Reihe sind, dass alles rum, als wie es soll. Vielleicht verschiedene neue Streichen, was Propa ausgesagt. Das Gleis, 6 Kilometer ungefähr, das muss an der Reigehalle gehen. Und dann eben natürlich Min, das muss aufgestellt gehen, nur geguckt gehen. Das sind mal die Hauptaufgaben, die ja, den Status quo aufrechtzuerhalten. Das hält viel Zeit und dann eben ja, so pure neue Sachen. Wir haben eben viele Sachen am Kopf, die ein Kind machen, wenn er Zeit hat. Und eben auch da ein bisschen planen für nächstes Jahr, Vorplan, aufschwätzen mit 1900. Gibt genug zu denen? Ja, quasi. Eben die Das heißt, ja, es ist viel mehr zu denen, wie wir können. Das ist oft so. Nee. Du hast ja gerade geschwärzt, die 6 Kilometer Schienennetz, die da heute das heißt, der kontrolliert die selber, der lädt die zum Teil dann noch selber setzt, oder die selber, wenn ein Stück mies da Saat gehen? Ja, also zum Teil machen wir das selber. Da tisch mir noch Material dafür, also Geschirr. Schließlich eben die größeren Sachen oder die Sachen mit viel Aufwand, wo eine große Maschine braucht, können wir nicht machen. Da kommen da Firmen, das heißt, du hast auch nicht ein paar, denen dann das bezahlt. Weil, wenn ich los sehe, okay, wir müssen 100 Schwellen ersetzen, 100 Schwellen mit der Hand raus und rum ran. Das ist ein Riesenaufwand, du gingst durch die Wand da, bald gehen. Für das zu machen, dann habe ich sonst nicht gemäht, ja, da sind wir angewiesen auf Firmen. Und eine Galerie selber schaffen, so mal wie ein Dagel stützen, Steinbesetzte Bullen machen, aber dann auch selber, oder sind auch externe Firmen, die da kommen? Deals. Du hast auch immer ein ja, je nachdem, was ein Aufwand ist. Für uns zwei hat man eine große Chance an der Mitte, also das ist die Platz, die sich unter dem Roten Hof, da hast du ein zweites Gleis, wo Maschinen aufgestellt sind, dort müssen aufgestellt gehen, also da haben wir präventiv aufgestellt, das waren laufend 200 Meter ungefähr, was heute müssen gemacht gehen.
Und ja, das kann ich nicht sagen, Mann. Das sind Arbeitsstunden dann auch einfach nur Dimensionen, die einfach nur Drumgänge sprengen. Und das ist vielleicht auch ganz gut, dass da unter dem roten Haft, der das so perzhaft aufgestellt hat, nicht, dass ob immer ein Pärtei an der Mine wären. Ja, das ist vor. Unfreiwillig. Ja, unfreiwillig. Ja, nee, du hast ein Zweitgleis, Karima, ja? Und du hast ein Material stehen. Also eine Galerie, ein guter Platz für Lokomotiven, Waggons aus Metall zu lernen, weil das hier einfach relativ viel steigt. Am Schnitt 80% Luftfähigkeit. Das heißt, mir geht es nicht mehr, wenn man einfach hier sitzt und nicht schafft, da geht es sehr kalt, aber auch ja, das Material geht nicht gut. Das heißt, hier Bahnen aufstellen ist besser wie da draußen, weil an einer Lokomotive so viel Koffer dran. Die kriegt auch sehr bien da draußen. Hier Bahnen ist das mal vermieden, mit Fähigkeit effektiv, die Lokomotiven geht nicht gut. Besonders alles, was elektrische Lokomotiven sind oder Dieseln. Ja. Das ist eine Notlösung, aber voilà. Mehr hoffen halt eben, oder nicht mehr hoffen, nächstes Jahr gehen wir nicht belastet zu runter, für eben ein großes Halt zu kriegen als Atelier an der Aufstellmöglichkeit. Spätestens dann ist das Problem dann Gott sei Dank zum guten Teil behoben. Ja, die Stockrisse sind da wirklich gestrichen, man hat nicht so viel Luftfähigkeit gelagert. Und genau. Man muss nicht regelmäßig umrascht gucken. Der guckt also auch um alle restaurierte Maschinen regelmäßig umrascht. Ja, rasch doch eben, dass es nicht weiter rascht, aber vor allem auch die Fähigkeit an den Maschinen, ja, da kriegt man halt mal ein paar so Probleme, die man eben normalerweise nicht hat, dass eben dann am elektrischen, mal etwas nicht geht oder ein Kurzschluss ist. Können die Lokomotiven dann über die Bund auf Radarschönerem Zweck? Ja, das ist eben der Plan. Ja. Da geht dann ein Gleis gelöst, das sind ja. 200 Meter. Das ist schon ein Glasheim. Also, an der ganzen Gegend. Wir stellen mir das. Ja, das wirklich, wie du siehst, es leiden teilweise nach Aalschienen, es gibt Neuschienen gebaut, das Naturschutzgebiet, das Anfang alles mit mir verbunden oder war an der Vergangenheit verbunden. Und das ist schon schön zu sehen, dass es weiterläuft. Genau, das ist auch das Ziel, dass eben, ja, das halt so weiterbetrieben wird, wie es war, so gut es geht. Eben noch, ja, wir fuhren eben sonntags mit allen Lokomotiven, das heißt, am Schnitt sind die Maschinen nicht gerade 100 Jahre alt, aber die zwei elektrischen, die mal umzuhören, die haben aus 1930 gebaut, die haben an den 20er Jahren. Voilà, die Waggons sind eben ein bisschen jung, aus eben Sicherheitsgründen, aber auch da bauen wir mit Dampflokomotiven, die ältesten von 1895. Und das ist eben ein Ziel für eben, die Leute eben auch das historische Material zu weisen. Dass sie mich auch können, etwas drin aufherstellen. Wenn du so am Anfang von diesem Gespräch, wo das Minias-Bund duell gegründet hast, war überhaupt kein Material mit dir. Der hat 51 verschiedene Lokomotiven. Wo hat die alle abgetrieben? Oder wie sind die noch und noch bis hier an die Minen kommen? Da hat sich so Fund, zum Beispiel eine Dampflokomotiv, die erste, die wir hatten, die Stunde zu Peiting beim Romper, den also, die muss man nicht gehen, bei der Millen. Da, wo du wachst, ja. Da stund ich als Monument eine lange Zeit. Da hast du also von der Gras gefahren und dann irgendwann ein Jahr dahin, sonst mal als Blumendüppel nenne ich, dann darf mal scherzhaft geparkt gehen, Gott sei Dank. Und dann, wie Teil ausgegangen ist, das war 91, wenn ich das CD Monument, die Decision geholt, die eben da wegzuholen und eben abreden zu lassen. Die ja so dahin kommen, viel andere als eben ein glücklicher Zufall gewesen, dass in Frankreich an den 90er Jahren die Purlast Eisennetzminen zugemacht haben an der Rhein. Und das war wirklich ideal für uns. Da war viel Material beimal, an den Schrott gewonnen hat. Und da hat eben das Siedemonument eine ganze Reihe Lokomotiven, Schienen und auch andere Material konnte kaufen. Ich fand das super gut, dass die Blumentöpfen losfuhren. Du warst ja wahrscheinlich einfach nicht mehr drauf vom Motor oder Elektronik oder so an der Lokomotiv. Doch, die Stung ist echt komplett oder Tisch. Die Taxe waren drin, die ganze Bälle waren noch drin, die Kessel stung auch noch drauf. Aber wenn es von so etwas so zinkte lang steht, dann bewegst du dich nicht mehr. Das heißt, du musst Stück für Stück aus dem Nägel gehen, entweder neu gemacht gehen, operiert gehen, die Kessel muss komplett frisch gemacht gehen. Das heißt, du warst schon ganz viel Arbeit drin, bis du rumgelaufen warst. 1997 ist für sich zuerst die erste Minze zu dem Zugang von Arbeit mit Französ. Konnte keine Lokomotive vielleicht von Donau überholen, die noch vorbereitet gewesen wäre, wie die Alströme, die zum Schluss noch gefahren sind. Du machst ganz viel Krieg 1997 für den Zugang. Da haben wir ganz viele elektrische Lokomotive gekriegt, die da gefahren sind. Die zwei, die im Zug sind, die kommen noch aus sich von da.
Das ist die Lokomotive mit dem Zentralführerstand, die aus der Telekom der Erde geführt. Und Jana, die aus, soweit ich weiß, zu Ergem Ortle geführt. Oh, ich merke, die Bremse vom Zug muss noch ein bisschen abgelöst werden. Der Kompressor hat noch ein bisschen gesagt. Das wäre vielleicht Zeit für das mehr bei der nächsten Rubrik kommen. Quirky Question! Quirky Question! Quirky Question! Joel, das ist nicht einfach für dich, Fundisch in den Wäsch zu kriegen, so wie wir hören. Aber stell dir vor, du müsst für ein anderes Transportmittel schaffen. Ich weiß, das ist schwer. Was für ein Transportmittel wäre das? Ja, ich ging so ein Pilot wäre interessant. Oder etwas, was mit Fliegen zu tun hat. Einfach für einfach mal die Welt von oben zu sehen. Das wäre bestimmt interessant. Ja, weil von Bonn kennst du sie ja am Anfang. Ja, das wäre so ein anderer Blickwinkel. Mhm. Merci, schöne Antwort. Okay, und dann haben wir noch ja, die eine Rubrik, wo wir die Person, die uns empfängt, die uns abhält, für den Podcast abzuhören, immer bieten, uns ein paar Frohe selber zu stellen, als Quiz-Time. It's Quiz-Time! Also, falls da die allererste Kehr aus dem Minnet-Mascher-Plausch statt, denn Joel Milcher, Präsident von der Minnesbund Duell, wird die Lobmöglichkeit, dem Pascal, dem Marike und dem Jan zwei Fragen zu stellen, ob diese wahrscheinlich keine Antwort wissen, aus, ja, Sänger SBL, aus Sänger Bereich, aus Sänger Min, aus, sind wir gespannt, wer du kennt. Okay, fangen wir einfach an. Eisenerzgehalt am Eisenerz. Wie viel Prozent wären das? A, B, C. Okay. Da gibt es verschiedene Gehälter von den Küchen aufhängig. In Lützburg Maximum, so mal so, Anfang 30%, 32%. Wären die dann noch high, Pascal? Das ist die Frage, die sie da stellen muss. Wären die vielleicht nicht nur 26%? Das ist eine gute Frage. Hast du vielleicht ein A, B, hast du drei, kannst du drei Optionen geben? Okay. A aus der 35%, B aus 80% und C aus 10%. Ich gebe dann aber A, so in 35%. Ja, ich wäre dann noch dafür, ja, weil 80%, ich meine, dafür muss da Brasilien oder Schweden oder so. Genau, das am Schnitt 35%. Ja. 80% ist ja Schweden, Brasilien, ja. Da ist die Stadt, wie weit hier zugemacht ist. Das wäre eben, wir wollen auch mal importieren für hier aufbauen. Das größte Schiff am Tag genau. Aufbauen, wir haben dann Galerien am Aufbauen. Mhm. Also dann mehr oder Männer im Vergleich zu anderen Plätzen hier am Süden? Das ist mehr oder weniger nämlich. Mhm. Da ist ein Schnitt von 35%. Das ist kein großer Unterschied. Nee. Ja. Ist das ganz viel kommen, das wäre sich sonst mal enges. Okay, wo ist vielleicht ein Zweitfrau für uns? Mehr ein Schwer. Pascal, wir sind nicht alle Eisenerz-Experten wie du. Das sind ungefähr Galerien, von die gingen in der Nähe. Wie viele Kilometer wären das? Mhm. Engerseits 850 und dann zweitens 20 und drittens 100. Oh. Also alles hei aus der Min-Töscht Rodange. Alles so wärst. Ja, die der mehr betrieben hat. Die von frühen 20. Jahrhundert bis 1907 schon betrieben war. Genau. Also das sind bestimmt mehr wie 20 Kilometer, weil so los können die nicht geschafft. Und dann knapp 100 Jahre haben die... Nee, 800, das ist aber... Und der dritte war den dritten 800. 100. Das sind bestimmt 100 Kilometer. Ich meine, sind die 850. Und irgendwo so am Gefühl... Klingt nur viel mehr. Ich meine, die Bierscheuer sind furchtbare Schweizer Käse. Ja. Kann die jetzt schantisch oder nicht? Ich gehe einfach die Woche mal einfach 850 tippen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Ich ging so in real geschaut 100 Kilometer, da wäre ich gut, ja. I win. Yes. Voilà, du musst Christoph Blumen tippen. Nee, statt Pionsch, da kann man ein bisschen schaffen, dass wir bei 150 Kilometer kommen. Schon meine Sandalen nun haut, Pascal? Ja, wir schon heute, das ist nicht so schlimm.
An der Kasse kommen wir auch Klipps, wo wir rauskommen, die Pressluft funktioniert, wo wir hören. Also Marike, wir können dich gerne heilen. Oder einfach, wir gehen noch zusammen, bis das Oberscher Kirche gucken, für den drei Glocken an der Familie Santin, ja, an der Kirchefensterin zu begegnen. Hashtag MinetMashup, wenn du mehr von uns willst, an den sozialen Medien gewöhnen gehen. Joël, vielleicht ein bisschen kurz, die Homepage von der Miniasbund, die ist am Anfang relativ einfach zu finden. Genau, das ist www.miniasbund.lu. Und da finden alle die Explikationen rund um die Assoziationen. Und da könnt ihr euch dann noch melden, also Kontakt, wann da bin ich wohl, wollt, wann da hinhelfen wollt. Und da könnt ihr euch schon mal renseignieren über eventuell Sonderfahrten für das 100 Jahr ab dem Frühjahr. Zu wie viele Leute muss ich sie für so etwas zu buchen? Ab wie viele Leute mehr, da die Schule mal über nicht allein kommen? Da so da, hey, nee, für einen allein holen wir die Maschine nicht raus. Hängt davon ab, wenn das, Jan? Nein, da sind wir ganz neutral. Du kannst ruhig allein kommen. Mhm. Das ist gar kein Problem. Das ist einfach ein Pauschal. 450 Euro kostet die Fahrt von der Gras auf La Sauvage. Auch um zurück mit Visite-Guide. Okay. Oder umgedreht, maximal 50 Leute. Das ist eben die maximale Anzahl, die wir an den Zug kriegen. Voilà, das ist ein Pauschal für maximal 50 Leute. Minimum geht es nicht, das heißt, du kannst gerne denke ich, allein kommen. Ich überlege mir das, ob ich nicht mal einen Tag in der Minheim mache. Ich will nicht zwei Wochen gerne mit, wenn du willst. Ich überlege mir gerade mein 40. Ich kriege schon mein 40. Das wäre doch. Kann ich, also, alle guten an den Zug. Ja, du hast ja viel drunter gesagt, kann ich noch arrangieren mit einem kleinen Pott oder so. Das heißt, genau. Du kannst wirklich deinen Geburtstag feiern. Cool Party. Da sind wir am Ende gekommen von unserem Minute-Mashup von diesem Monat. Joël Milsche, Präsident von der Minias Bundel. Vielmals merci für die Zeit, die Sie da geholt haben, mit uns zu supporten. Gerne, merci auch für den Besuch. Merci. Und dann hören wir uns an einem Monat im Oktober. Stay tuned. Yes. Bis dann. Ade. Ciao, ciao. Tschüss.